Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Und wir laufen hier gerade herum, um ein bisschen zu trainieren und herauszufinden, wie wir hier weiterkommen. Mit dieser Gruppe ist mein Plan folgender, dass ich quasi meine Leute im Kampf lebendig halte und dann im Endeffekt mein Mana mit Krug zurückhole, sodass wir nicht so viel verbrauchen von unserem Zeug. Das zu dem Plan. Mal gucken, ob die Umsetzung auch klappt. Als erstes würde ich sagen, bringen wir diese Kleinen hier um. Oder nein. Wir bringen den hier um. Die Kleinen hauen sowieso ab, wenn sie uns was klauen. Soweit ich mich erinnern kann, war er Wasser, ne? Dann brauchen wir Erde. Ich glaube, der war Wasser. Kann auch sein, dass er irgendwas anderes war. Als erstes geben wir Deckung für Max. Oh nein! Ich hasse dich, du Typ, ey. Riechsalze. Klasse. Der Typ soll verschwinden, ey. Ich hasse diese Typen. Die beklauen mich einfach. Oh, und der trifft mich mal. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch einfach alle wie die Pest. Ha! Schadenschutz, du Arsch! Was bei dem nicht weiterbringt, ne? Was haben wir da hinten? Das war Luft, glaube ich, ne? Soweit ich mich erinnern kann, dann brauchen wir Feuer. Na komm, das muss funktionieren. Zauberunterstützung. Und Sarah. Das ist ja wunderschön. Ach, das ist nicht dein Ernst. Wollt ihr mich alle verarschen, oder was? Ist jetzt wegen dem Gift? Treffe ich nicht wegen dem Gift? Ich drehe hier noch durch, Freunde. Eines Tages drehe ich hier noch durch. Ich raste hier noch völlig aus. Luftus. Ja. Wunderschön, ey. Wunderschön. Ja, scheiße. Aber richtig scheiße. Wir sind gleich tot, wenn wir nichts unternehmen. Ich bin gefickt. Ich würde sagen, Max ist am schlauesten, ne? Wir versuchen Fersengeld. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Ja. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber sicher ist sicher. Ich habe bestimmt keinen Bock, das Spiel neu zu laden, weil ich da gestorben bin. Wegen diesem scheiß Giftding, ne? Na komm, kümmern wir uns um die Heilung. Nützt ja alles nichts. Das langt schon. MP brauchen wir noch. Für Sarah. Kuh kriegt das auch so auch alleine hin. Da sehe ich nicht das Problem bei. Hoffen wir einfach mal, dass wir diesen Kröten nie wieder begegnen müssen. Aber wie zur Hölle komme ich hier weiter? Hier auf jeden Fall nicht. Hier ist auch nichts. Wir müssen hoch. Bringt alles nichts. Oben muss irgendwo ein Weg sein. Wie können wir unsere Truppe vor Gift schützen? Das ist ja mal richtig ekelhaft, dieses Gift, ne? Hoffentlich kommt die Kröte nicht. Wenn die Kröte kommt, ich schwör's, ich
fokussiere sie mit all meinen mächtigsten Angriffen, die ich besitze. Wenn ich sie denn treffen sollte. Dreckige Kröte, ey. Weißt du, so ein fettes Ding und ich treffe eine Kröte nicht. Na gut, na gut. Greifen wir mal die Wasserbestie alleine an. Wobei, eigentlich können wir auch den angreifen. Schwarze Magie. Er da. Wobei, ich glaube eher Krafter. Aber wir haben keine Krafter. Dann er da. Gegen den. Okay, beginnen wir damit, einmal Deckung zu geben für Max. Ja, aber klar, dass der angegriffen wird, das war 100%ig klar. Sehr schön. Habe ich mir fast gedacht, dass der mich loswerden will. Greifen wir an. Und mit dir. Ach, 30 kostet das. Na gut, dann machen wir es jetzt schon. Das ist zwar ein bisschen riskant, aber. Ich wollte eigentlich noch ein Schild auf sie geben. Aber was soll's. Ist zwar ein bisschen riskant, aber. Das hat aber nicht viel MP gegeben. Ja, es spart immerhin ein bisschen was, ne? Muss man schon sagen. Das halte ich mir gleich hoch. Da sehe ich keinen Stress bei. Ja, da, genau. Dann möchte ich bitte, dass du dich selber heilst. Das ist der perfekte Plan. Somit habe ich Infinity Mana. Einmal pro Runde. Schade eigentlich. Na endlich. Der ist weg. Der andere hat auch nicht mehr so viel Leben. Ja, eigentlich doch. Doch hat er. Du gehst mir mal richtig auf die Nüsse, mein Freund. Du gehst mir mal richtig auf die Nüsse. Du warst Luft, soweit ich weiß. Da brauchen wir Feurer. Der hat nämlich sowieso jetzt kaum Schild noch. Von daher, was soll's. Arsch. Sehr schön, der ist weg. Der kann mich nicht mehr quälen. So, machen wir ihn jetzt mal kaputt hier. Er da, da. Bams. Ach nö, ich hab sie doch gerade alle geheilt. Ist gemein von dir. Na, das hat er auch noch überlebt, ne? Das dürfte reichen, wenn wir das so machen. Ja, da wollen wir noch anfangen. Ja, Depp. Hast du das gesehen? Ja, hast du gut gemacht, Bekleider. Hab ich fein gemacht. Hab ich ein ganz guter. Hab ich ein ganz guter. Oh, Max hat Walla erlernt. Cool, dann können wir unsere SZ wieder auffüllen, ja? Besser auf jeden Fall auffüllen. Okay, wo können wir hin? Höher. Wollen wir höher? Oder wollen wir das Ding hier benutzen? Oder kommen wir da gerade her? Da kommen wir gerade her. Ah. Wir müssen auf das Ding rauf, oder? Ja. Ich glaube, da war sowieso noch ein anderer Weg. Testen wir es mal.
hoch war der andere Weg, glaube ich. Na, sieht gut aus. Na super, jetzt können wir wieder runter. Oder was? Oder? Oder war das so? Das war so. Ah, okay. Ich hasse diese Platten, ey. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Mhm. Ich verstehe. Nur kommen wir hier nicht weiter. Was war das? Greifen? Warum sollten wir das hinschieben? Damit es schwerer wird? Hä? Aha. Okay, ich nehme das mal so hin. Aber wir müssen das Ding bis da ganz hinten hinschieben, oder was? Nee, wir gucken uns das mehr an. Aber jetzt müssen wir kämpfen. Oh ja! Und los geht's! Ah ja, die Truppe ist ja noch ein bisschen armseliger. Aber besser als nichts. Du bist vorne, ne? Du bist vorne, mein Freund. Oh, du kriegst auf den Sack. Oh, du kriegst aber richtig auf den Sack. Verbessert die Fähigkeit eines Gruppenmitglieds, ja. Machttreffer, Gruppentreffer. Machen wir einen Gruppentreffer und gucken mal nach, was das ist. Du greifst den ganz normal an. Schwarze Magie, Vassera bitte. Da haben wir es doch. Was ist eigentlich mit Wasserrüstung und so ein Kram? Wann kriege ich das? Ich muss sagen, die Truppe hat einen Mann mehr. Also wir sind auf jeden Fall klar im Vorteil. Gegenüber der anderen Gruppe auf jeden Fall. Und die Truppe hat auch noch richtig so viel Leben. Das ist die Truppe, das ich habe extrem viel Leben. Wie überpowered ist diese Gruppe eigentlich? Im Gegensatz zu der anderen. Muss ich mir aber vorstellen. Wie wenig Leben. Da hat fast jeder unter 1000 Leben. Und hier hat jeder über 1000 Leben. Ist das so unfair? Na gut, der alte Mann ist ein bisschen nutzlos, aber ansonsten. Ich hasse dich. Nicht so schlimm, ich habe noch genug Leute, die angreifen können. Ich wollte gerade sagen, der lebt noch oder was? 1500, holy shit. Ernsthaft? Leck mich doch am Arschloch, ey. Oh, Wichser. Dreckiges. Gesichtsloses Ding. Ich glaube, das war übrigens nicht so schön. Ah, doch. 600. Die macht so viel Schaden. Die macht mehr Schaden als Keim. Das war aber knapp. Und Keim ist ja wohl der Typ mit der Hauptstory hier, ne? Ja, so fällt mir aber nichts ein. Zu dieser Geschichte hier gerade. Ich bin mich eigentlich nur am Aufregen hier. Nur am Aufregen. Aber es macht Spaß, das Spiel. Muss man schon sagen. Das macht richtig funny. Ist richtig funny. Aha. Wenn nur dieses dämliche Rätsel nicht wäre, was ich überhaupt nicht ausstehen kann. Weil wir getrennt sind und ich meine Leute nicht zusammenhalten kann. So bitter. Wieso wurde das nicht rot? Naja. Ach so, deswegen wurde es nicht rot. Dann ziehen wir uns das Ding nochmal 20 Meter hinter uns her. Gar kein Problem. Stehe ich drauf. Ich ziehe drauf. Ich stehe drauf, an Dingen zu ziehen, ja. Manchmal laufe ich so in der Stadt und ziehe auch so an Dingen. Türkneufe. Haben wir gar nicht in Deutschland. Türklingen haben wir nur in Deutschland. Türkneufe haben wir nur in Amerika.
Tür klingen, da ziehe ich gerne dran. Oder allgemein an Türen. Finger. An Finger ziehe ich auch gerne. Macht Spaß, ja. So. Haben wir es endlich geschafft? Da hinten ist noch so eine Platte. Und hier können wir halbwegs runter, oder? Wir können hier runter, tatsächlich. Aha. Du sollst das Ding ziehen. Adieu. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Schauen wir uns hier nochmal kurz um. Wahrscheinlich ist hier irgendwo das Ende. Ah, da hinten ist das Ende. Zwillingskreuz und Gegner. Nicht aufgepasst, was? Toll, aus dem Feuertyp ist ein Wassertyp geworden. Die sind anstrengend. Jedenfalls anstrengender. Du bist plötzlich hinten, ja, und du bist vorne. Na gut, kümmern wir uns um dich halt zuerst. Ist mir scheißegal. Probieren wir nochmal Gruppentreffer, ne? Kann ja nicht schaden. Ich weiß ja, dass gegen den Wassertypen Erde nicht so viel bringt, deswegen machen wir am besten Krafter. Und hier gucken wir mal den Verhältnis zur Erde an. Krass, wie viel Schaden die macht, ey. Ja. Das war ja der Hammer mit dem Gruppentreffer. Der Hammer. Kein großer Unterschied, ne? Naja. Machen wir den erstmal kaputt mit Machttreffern. Aber wahrscheinlich ist es schon ein großer Unterschied, weil der König normalerweise überhaupt keinen Schaden macht. Na komm, machen wir halt Erda nochmal gegen ihn und gucken mal, ob das vielleicht besser ist. Wir haben 400 Schaden gemacht mit ihm. Schauen wir mal. Was hat der König Tolten euch getan? Ah, der ist weg. Der ist weg. Ja, Kraft da, das hat keinen Unterschied gemacht. Außer, dass Kraft da natürlich keinen Schadensbonus gemacht hat. Alter, jetzt bekommt er hinten aber richtig aufs Fressbrett. Was ist das für ein Typ gewesen? Luft, ne? So, machen wir mal Lufter. Wo haben wir Lufter? Lufter da. Also jetzt hänge ich hier schon seit 3 Folgen rum. Das ist echt unglaublich. Das zieht sich auch langsam so in die Länge, ne? Oh, ich setze Luft gegen Luft ein, ey. Fick dich doch, nein. Scheiße, Mann. Ich hab's mal richtig verkackt. Ich hab's jetzt gerade richtig verkackt. Na gut. Huch, was war das? Fersengeld? Nein. Ah, ich wollte doch gegen den Feuerer machen, ey. Mal gucken, ob es das noch einen Sinn hat. Für nüchtern, nüchtern. Ja, dann ja. Scheiß drauf. Ja, super. Hätte ich mal nicht Luft gegen Luft eingesetzt. Gar nicht so schnell. Sehr schön. Sehr schön.
Bald haben wir es geschafft. Alle sind bald 41. Jensen ist es schon, weil er halt immer im Team war. Bisher, immer. Ich möchte gerne Heilung. Komm, ich gebe heute einen aus. Alles für euch. So, brauche noch ein bisschen Mana. Nicht, dass da gleich wieder so ein Heilungsding kommt. Ich habe nicht drauf geachtet. Achso, es kommt sowieso noch ein Gegner, also passt. Unsere Chance. Och nein. Nicht das Double Team. Wir machen zuerst den Feuertypen fertig. Ganz klare Sache, Feuertyp. Der Feuertyp muss weg. Würde das was bringen? Macht er Schaden damit? Vassera! Gut, Vassera! Oh, ich hasse euch. Möget ihr doch in der Hölle schmoren, ey, ganz ehrlich. Scheiß Dinger. Neunhundert Schaden. 223 Schaden. So, wie viel Leben hat er noch? 300, ja. Dann kümmern wir uns erstmal um die Bestie. Und du greifst auch ganz normal die Bestie an. Du machst einmal kurz. Ich glaube, Wasser dürfte reichen, ne? Bin mir da nicht so sicher, wenn nicht, da habe ich natürlich Scheiße gebaut, aber naja. Gibt Schlimmeres. Na super. Aber jetzt machen die auch noch eine heilige Säule. So eine Assis. Das hat übrigens nicht gereicht. Nein. Naja. Gut, egal, ich hab da auch kein Problem mit, also ganz ehrlich. Ob der jetzt da steht oder gleich umfällt. Ah, ist mir doch Wumpe. Vorher brauche ich aber kurz Heiler für dich. Und zwar für Tolten, weil er komisch am Arsch ist. Ein HP? Och nein! Das ist doch nicht dein Ernst. Weißt du was? Scheiß auf Tolten. Ich dreh durch! Treff doch mal das Ding! Seid echt so blöd, das Ding zu treffen, oder was? Ah, ich fass das ja mal nicht, ne? Komm, jetzt triff ihn doch mal. Oh Scheiße, ich hab vergessen zu rücken, aber er ist eh tot. Na, vielleicht benutze ich doch mal wieder Blockade oder wie es auch immer heißt. Das ist nicht dein Ernst, ey! Wieso treffen die nicht? Was ist denn los mit denen? Sind die kaputt oder so? Ich hasse euch alle, ey. Ich hasse euch einfach. Wir haben noch 800 Leben, macht was draus. Nee! Ups, sorry, ich habe meinen Controller weggeworfen und die Batterien sind rausgeflutscht. Sorry. Ich habe gerade nur eine Haskappe bekommen. Es ist echt nicht möglich, ey. Es ist echt nicht möglich, dass wir es nicht auf die Reihe bekommen, den Typen da zu töten, oder? Ich bin sogar so sauer, dass ich vergessen habe, die Folge zu beenden. Ja, jetzt kratzt er ab und macht nochmal Verwirrung. Ja, doch, komm, verpiss dich, ey. Ganz ehrlich, ihr seid scheiße. Ihr alle, ja, ihr, die gerade guckt.
nicht mir zuguckt, sondern alle, die im Film gerade gucken. Jetzt habe ich euch gerade fast schon als Scheiße bezeichnet. Oh, Mingan, Schwarzmagie Stufe 6 erlernt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist zu etwas Nütze. Ja, Freunde, wir sehen uns dann morgen. Ich werde mich jetzt erstmal kurz zur Ruhe setzen und was essen und mich erholen von dem, was gerade passiert ist. Und ich hoffe, dass wir einfach nur aus diesem Scheiß-Ding hier gleich rauskommen. Es wird ja immer schlimmer. Zuerst diese komische Höhle und dann das. So. Aber es macht auch einfach zu viel Spaß. Also, ich habe zwar jetzt schon ein paar Folgen aufgenommen, aber ich kann nicht aufhören zu spielen, weil es mir so viel Spaß macht. Außer, dass ich mich natürlich ab und zu mal ärgere. Wobei, momentan ist das ja immer, dass ich mich die ganze Zeit schon ärgere. Weil ich einfach nicht treffe mit meinen Charakteren, weil die zu blöd sind zu treffen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.